Game News. Hallo meine lieben Zockerfreunde und wieder herzlich willkommen zu den Game News präsentiert von gamers-check.de mit den Themen: Im PlayStation Store ist ein EA Sale gestartet. Star Citizen und Squadron 42 sind jetzt die Einzelpreise bekannt, sowie die kostenlose Woche wurde verlängert. Doom ist ein Release-Datum bekannt, dann gibt es eine Collector's Edition davon und ein neuer Trailer. Und Trackmania Turbo ist ein Release-Datum bekannt und ein neuer Trailer ist da. Das sind die Themen und es geht los. Jo, im PlayStation Store gibt es massig Angebote für EA-Titel. Und ja, ich würde mal sagen für jedes Spiel, wirklich für jedes verkackte EA-Spiel. Und das sind Angebote, wo ich sage, leck mich am Arsch. Teilweise bis zu 80%, das ist aber nur ein Titel, aber im Schnitt kann man sagen so um die 40-50%. Und das Ganze geht bis 18.02. Also es ist noch, ich glaube knapp zwei Wochen dürften es sein. Was haben wir denn im Angebot? Wir haben zum einen Battlefield Hardline zum Beispiel in der Standard Edition kostet 20 statt 40 Euro. Das wären also 50%. Oder ihr haut gleich richtig auf die Kacke und holt euch die Ultimate Edition, die statt 100 Euro 50 Euro kostet. Battlefield 4 ist im Angebot für 15 Euro. Battlefield 3 kostet auch nur 15 Euro. Dragon Age Inquisition 22 Euro statt 40 Euro. Das sind also 45% Rabatt. UFC ist im Angebot für 20 statt 50. Das sind also 60%. FIFA 16 28 Euro statt 70 Euro. Das sind auch 60%. Need for Speed, also der neueste Teil, 28 statt 70, das sind auch 60%, oder Need for Speed Rivals, 19,49 statt 30 Euro, das sind 35%. Star Wars Battlefront, die Standard Edition, 35 statt 70, sind auch 50%, oder ihr holt euch die Mega Krach Ultimate Edition für 90 statt 130, das sind 31%. Oder die normale Deluxe Edition, 40 statt 80, das sind 50% und so weiter und so fort. Es sind wirklich massig Angebote. Also es sind auch PS3 Spiele im Angebot, wie eben die Mass Effect Trilogie zum Beispiel. 12,25 Euro statt 35, das sind 65%, also da könnt ihr echt zuschlagen. Oder ihr sagt euch, okay, ich hole mir die Teile einzeln, weil ich habe jetzt schon 3 und 2 meinetwegen. Ich will nur den ersten, der kostet 4,59 Euro statt 15 und so weiter und so fort. Madden und keine Ahnung, was da alles im Angebot. Die ganze Crysis-Trilogie. Burnout ist im Angebot. Bejeweled ist im Angebot. Bulletstorm ist im Angebot. Und Alice Madness Returns, Army of Two. Hast du nicht gesehen. Also, wenn ihr wirklich zuschlagen wollt, dann habt ihr hier wirklich sowas von fette Angebote. Und ich glaube, die Angebote sind teilweise auch auf der Xbox One und Xbox 360 im Angebot. Nicht alles, muss ich sagen. Ich habe es verglichen. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich echt krass. Was sagt ihr dazu? Ich find's krass. Ich habe zugeschlagen. Ich habe Wowie McElmoy mir geholt für 16 Euro statt 70. Krasse Sache. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zu einem PC-exklusiven Spiel. Das hat man ja eher selten bei diesen News, zumindest hier. Star Citizen und Squadron 42. Release-Preise sind jetzt bekannt und die kostenlose Woche wurde nämlich verlängert. Und zwar wird der Preis der Einzelversion, sprich Star Citizen bzw. Squadron 42, das sind ja zwei einzelne Spiele, jeweils $45 kosten. Aber wer schon eins der beiden hat, also Squadron 42 oder Star Citizen, kann upgraden für $15. Das heißt, man zahlt im Endeffekt nur $60 für das Komplettpaket. Momentan ist es im Angebot für 49 Euro.
heißt, wenn ihr zuschlagen wollt, dann macht's jetzt. Und die Free-Fly-Woche, so wird sie genannt, wurde verlängert bis zum 14. Februar. Das heißt, ihr könnt das Spiel eine Woche kostenlos ausprobieren. Nette Sache. Ist zwar nur die Alpha-Version, aber man hat schon mal so einen kleinen Einblick. Finde ich cool, gefällt mir. Mittlerweile hat das Spiel schon sage und schreibe 107.612.511 Dollar einkassiert. Krass. Und das für Kickstarter. Echt krass. Was haltet ihr von dem Spiel? Ich find's cool. Auf meinem PC wird's wahrscheinlich nicht laufen, wenn's für die Konsole irgendwann kommen wird, was ich ja mal nicht glaube, dann werde ich's mir holen, aber für den PC, da ist mir dann die Hardware doch ein bisschen zu teuer. Doom ist ein Release-Datum bekannt. Und die Collector's Edition kommt. Und ein neuer Trailer. Nein, Spaß beiseite. Ja, wie schon gesagt, Release-Datum ist bekannt, Collector's Edition angekündigt und ein neuer Trailer. Erscheinen wird das Ganze am 13. Mai 2016, ist also nicht mehr so lang, noch 3 Monate, wenn ich jetzt richtig zähle. Und die Collector's Edition beinhaltet eine 30 cm große Statue des Revenant-Dämonen. Die Figur steht auf einem LED-beleuchteten Standfuß. Ja, hört sich erstmal geil an, so geil ist es aber im Endeffekt gar nicht. Ist halt eine Figur, die steht halt da und gut ist. Vorbesteller von Doom erhalten außerdem das sogenannte Dämonen-Multiplayer-Pack. Das enthält ein Dämonen-Rüstungsset, 3 Skin-Varianten, 6 Metallic-Farben, 3 Muster für Waffen und Rüstungen und 6 Hacking-Module. In-Game-Booster, die Gameplay-Vorteile an Multiplayer bieten. Natürlich nur für eine bestimmte Zeit, aber okay. Und der neue Trailer läuft natürlich im Hintergrund die ganze Zeit. Sieht geil aus. Ich lasse mich mal überraschen. Das ist auf jeden Fall, ja, Oldschool-Shooter, ja, so blöd es auch klingt, aber es ist einfach so. Ich bin gespannt drauf. Was haltet ihr davon? Ich werde es mir holen und wahrscheinlich zocken wie so ein Bescheuerter. Trackmania Turbo ist jetzt ein Release-Datum bekannt. Das sollte ja eigentlich letztes Jahr im Dezember oder November erscheinen. Wurde ja dann verschoben, leider Gottes. Und jetzt ist ein Datum bekannt, das ist der 24. März. Das heißt, nächsten Monat geht's schon los für PS4, Xbox One und PC. Außerdem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Und neue 360-Videos. Die 360-Videos findet ihr bei mir auf dem Blog, also gamers-check.de. Die kann ich hier ganz schlecht einbinden, weil das sind 360-Videos. Sprich, ihr könnt mit der Maus einmal 360 Grad euch den Track angucken. Das sind 3 neue Tracks. Sieht ganz cool aus. Das ist einmal Canyon Grand Drift, dann Lagoon Roller Coaster, Name ist Programm, und Valley Down and Dirty. Auf jeden Fall cool. Was haltet ihr von dem Spiel? Ich bin gespannt drauf. Ich werde es mir holen und coole Sache. Wir sind durch. Was hatten wir an Themen? PlayStation Store, EA Sale mit massiv Angebot. Also wenn ihr auf diese Art Spiele spielt, steht, sei es die älteren, sei es die neuen, dann solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen. Also wenn nicht jetzt, dann gar nicht. Für den Preis kann man echt nicht nein sagen. Dann Star Citizen und Squadron 42 sind die Einzelpreise bekannt, sowie die kostenlose Woche wurde verlängert. Dann Doom ist ein Release-Datum bekannt gegeben worden, sowie die Collector's Edition und ein neuer Trailer, und Trackmania Turbo ist auch ein Release-Datum bekannt und neue Videos. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf Doom, das auf jeden Fall, auf Trackmania auch, aber nicht so stark wie auf Doom, muss ich sagen, wobei Trackmania, Trackmania mehr irgendwie, ist wieder so ein Fun-Game, das kannst du irgendwie ewig zocken. Und ja,
ich bin mal gespannt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da, würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest auf diesem Kanal, dann hinterlasse mir doch ein Abo. Und ansonsten Verbesserungsvorschläge und so weiter und so fort immer in die Kommentare oder auch zu den einzelnen Themen. Ich werde auch, soweit es mir möglich ist, immer mit kommentieren. Und von daher sage ich, wir sehen uns am Mittwoch wieder zu den Breaking News und bis dahin erstmal tschüss.